Moin, ihr Baggerluten. Ja, Folge 99. Es ist tatsächlich fast soweit. Morgen ist es endgültig soweit. Ich glaube es nicht. Ihr werdet es auch hören. Ich bin hier noch ein bisschen verschnupft. Beziehungsweise ich bin leider krank geworden. Leider zu den Folgen, na, wo man es eigentlich nicht sein soll. Aber gut, was soll's. Vielleicht fällt euch auf, ich habe hier ein bisschen mehr Forschungspunkte. Ich habe nämlich quasi... Ach komm, muss ich nicht hier machen. Kann ich hier machen. Map. Ach Gott. Ja, dann gehen wir einmal kurz hier rein. Mann. So, ich habe nämlich zwei kleine Expeditionen gemacht, um ein bisschen Forschungspunkte zu bekommen. Und zwar bin ich halt einmal hier oben auf den Nordpol hin. Und einmal... Was ist das jetzt? Hier. Genau. Und einmal hier zu den Bergen quasi. Und habe da nochmal schön Forschungspunkte geholt, damit wir uns nämlich folgendes... Ah, ich dachte, ich hätte schon rausgemacht. Na gut. Folgendes holen können, was ich mit euch zusammen machen will. Weil ich dachte, ihr müsst das ja dann auch schon sehen. Also mir sind zwar schon ein paar Mal... Hallo? Hallo? Sag mal... Gott, was ist denn jetzt los hier? So. Da nehme ich die fette Batterie. Und was noch dabei? Eine Fuel Cell. Scheiß drauf. Aber... Mal, was macht die? Okay, die gibt Elektrogedöns. Okay. Aber wir haben halt eine richtig schön große, fette, anständige... Wie heißt denn das jetzt? Batterie. Genau. Eieiei. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich verschnupft bin. Ich hab's auch nicht gewollt. Aber was soll man machen? Oh, Gott sei Dank ist heute ein Tag, wo ich halt... Lange, naja, erst sehr spät zur Arbeit muss, dafür aber halt bis in die Puppen. So. Und deswegen konnte ich schön viele Sachen machen, erzähle ich gleich. Guckt euch das an. Diese Stage soll uns in den Orbit bringen. Ich hoffe, ich habe das alles grob richtig eingeschätzt. Diese Stage soll uns dann hier so die Pudel-Engine, der mittlere Tank, soll uns dann nach Minmus bringen und hart abbremsen. Und der Kollege hier oben drauf, also das hier ist der ganze Tanker und selbst der Kollege der Tanker an sich hat auch nochmal so einen kleinen Satelliten, damit wir das diesmal nicht verkacken, damit wir den diesmal richtig in den polaren Orbit bringen können und den auch trennen können und der hat auch Engines und was nicht noch. So, okay, achso, ja, natürlich, wir sollten die Batterie, ja, wo war die? Ich glaube, die war irgendwo hier, ne? Ja, da. Ja, so, die Batterie kommt einmal bitte an die richtige Stelle und zwar daran, genau, sehr gut, sollte also eigentlich alles passen, so, okay, speichern und, habe ich jetzt irgendwo, wo hängen die fest? Die können eigentlich ganz am Ende, beziehungsweise, ja, pass auf, die baller ich einfach mal da hoch, so, jetzt sollte es passen, kann keiner mitfliegen, also, los. Und selbst wenn das nicht langen sollte, dass wir jetzt unterwegs quasi sehen, okay, alles klar, das nutzt nichts, wir müssen irgendwie, wir haben zu wenig Sprit, dann haben wir genug Sprit dabei, um umtanken zu können während des Fluges. Ich muss mir gleich nur überlegen, wie wir das dann, wenn überhaupt, symmetrisch machen. Weil ich will eigentlich, dass tatsächlich diese Stage uns in den Orbit bringt. Ich gehe davon aus, dass das genug Sprit ist. Ich meine, guckt euch an, wie viel Sprit das ist. Na? Ein großer, ein mittlerer und ein kleiner. Und dann haben wir noch drei von den Dingern. Plus hier auch noch was drin. Also, das wird reichen. So, oh, aber bevor wir einen großen Fehler machen. Na, wo ist er? Hallo, da. Control from here. So, alles klar. Jetzt ist das, jetzt ergibt das auch Sinn. So, Vollgas. 3, 2, 1. Scheiß die Wand an. Los. Ja, funktioniert doch. Wow, der baut ganz schön Geschwindigkeit auf. Können wir ein bisschen runter? Ja, komm, ein bisschen runter gehen wir mal. Ja, das sieht doch, glaube ich... Ich glaube, das ist doch eine Idee. So machen wir das. So sieht das schön aus. Alter Finne. So, wir müssen gucken, wann wir einkippen. Ich möchte gerne erstmal möglichst lange geradeaus nach oben. Und dann erst beim Schluss die Booster abwerfen. Ich hoffe, das passt alles. Also erstmal quasi ein bisschen, der hält sich auch schön gerade, das finde ich gut. Also quasi erstmal ein paar tausend Schritt hoch. Mal gucken, wie weit und dann die irgendwann abschmeißen. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, wir werden definitiv umpumpen müssen. Wäre sonst ganz ungünstig.
So, keine Ahnung, was sage ich. Ich glaube, bei 6 fange ich mal ganz, ganz, ganz vorsichtig an zu kippen. Oh, oder jetzt halt schon. So, nicht zu viel, mein Freund. Nicht zu viel. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh Gott, nein, nicht. Nein, bloß nicht. Fang bloß nicht an, hier rumkapeistern zu wollen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Nicht rumkapeistern. Kann ich versuchen, mich pro Grad auszurichten? Okay, die sind weg. Vollschub und ab dafür. Klappt das? Yay! Nice. So, und jetzt können wir wieder ein bisschen runtergehen. Wir kriegen hier nämlich schon Macheffekte und das mögen wir nicht. So, ganz Suche, ganz Suche. Ja, wir werden ganz langsam, werden wir langsam. Oh, jetzt werden wir ein bisschen... Ah, ganz langsam werden wir schneller. Super, so. Die sind in der Mache. Ja, alles klar. Wir werden das jetzt mal machen. Wir müssen das nämlich symmetrisch machen. Das ist nämlich das Ding. So. Jetzt brauche ich den mittleren bitte. So, nein. So. Out und out. Weil wenn wir das nämlich nicht symmetrisch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Tank nach hier unten getankt hätte, dann hätten wir halt quasi, weil hier mehr Gewicht ist, hier auch hergezogen. Und dann hätten wir verzogen. Und das wäre gar nicht gut ausgegangen für uns. Ja, das ist doch super, ist das doch. Und jetzt kann ich nämlich diese beiden hier wieder in die Mitte füllen. Haha. Und so kann man Schritt für Schritt vorsichtig damit umgehen. Das ist doch eine Idee, oder? So funktioniert das auch. Schön. Schön, schön, schön. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich hier mal irgendwie am Schnupfen bin oder ähnliches. So, okay, wir sind auch gleich schon aus der größten Suppe raus. Das ist ebenfalls sehr schön. So, was sagt er jetzt hier auf der Seite? Wie viel haben wir? Ja. Ja. Baut auf, ist okay. Können wir vielleicht doch schon ein bisschen schneller machen? So, wie ist das mit dem? Ach, der ist schon wieder leer hier. Ahu. Hm. Aber ich denke, das könnte noch funktionieren, oder? Wisst ihr was? Komm, wir stellen uns gar nicht lange an. Wie viel passt da rein? Drei und? Drei und? Du hast... Ja, dann fülle ich das mal... Ah. Out und out. Dann fülle ich das nochmal um dabei. Sollte alles nicht das Problem sein. Eieiei. Ich habe schon überlegt. Und das ist auch eine Frage an euch. Wenn wir halt tatsächlich irgendwann mal Staffel 2 machen. Möchtet ihr, oder wäre das für euch okay, wenn ich den MacJab benutze? Ich weiß ja nicht, wer den von euch kennt. Das ist halt quasi ein Autopilot nach dem Thema. Den kann man, den muss man quasi einstellen und man kann so ein paar Sachen selber natürlich auch dabei machen. Aber so ein Autopilot ist generell, glaube ich, gar nicht doof, weil der brennt super effizient. Und man hat, also man hat bestimmt 10-20% mehr Sprit nachher, wenn man im Orbit ist. Und das machen will, was man halt machen will. Ist gar nicht ganz doof. Wow. So. Ah, komm, halte ich richtig bitte. Wie viel haben wir hier noch drin? Der ist ganz leer. Was ist mit dem? Ah, guck mal, hier ist doch auch noch genug. So, der ist allerdings leer, was mir nicht gefällt. Moment, welcher ist denn das jetzt? So, der, der und der. In. Den mache ich nochmal voll. Und dann können wir nachher umpumpen, wenn wir noch brauchen. So. Also hier ist gar nicht so viel los, das passt schon. Wie gesagt, also es kann gut angehen, dass diese Folge heute etwas länger dauert, aber wir haben nächste Folge ja auch noch genug vor, ne? So. Oh Gott, du bist schon ganz schön hoch, findest du nicht? Gehen wir mal ein bisschen in den Zeitvorlauf. Ja. So. Hast du Bock, dich ein bisschen auszurichten? Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Da ist noch was drin. Da ist leer. Da ist leer. Da ist noch ein bisschen was drin.
Weh, du fängst jetzt an, hier noch merkwürdig zu werden. Ich schwöre dir. Wäre nicht gut für dich. So, ja, das könnte sogar noch ganz gut klappen, eventuell. Ah, vielleicht. Warte mal. Ach so, out und out. Ja. Oder? Ich würde es jetzt einfach mal behaupten. So, wir kriegen hier immer mehr. Das ist, glaube ich, ganz gut. Oh, warte mal, einmal rüber. Stopp, 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 stopp. So, was haben wir? Wir haben Orbit. Alles klar. Orbit ist Orbit. Orbit ist super. Jetzt können wir wieder anfangen mit dem Zurückpumpen. So, und da haben wir jetzt Zeit bis zum geht nicht mehr. Das ist doch schön. In und in. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, das hier ist alles leer, ne? Ich will nur noch einmal kontrollieren, dass hier auch wirklich alles leer ist. Nicht, dass wir hier... So, da ist ja selber nichts drin. Nö, dann würde ich mal sagen, ihr dürft abhauen. Tschüss. Gib mal ein bisschen Kit. Super. So, und dann machen wir mal von der Sonde die Solarpaneele schon mal raus. Den Strom brauchen wir. Okay. Warte mal, ist er noch dabei oder nicht? Ja, ist er. Richtung Minmus. Wo ist der? Ach nein. Set as target. Ach shit. Misty Kaki. Ich glaube, ich kriege den hier nicht mehr eingefangen, ne? Na? Nee, da würde ich einen Fluchtkurs haben. Alles klar. Dann so wieder zurück. Das kommt raus. Dann gehen wir doch noch einmal in das Space Center. Wie gesagt, oh ja, die Folge wird definitiv länger dauern. Üh. Mal sehen, was wir dann genau... Also ich habe schon einen Plan, was wir nächste Folge machen, aber ich weiß halt noch nicht genau, wie, was, wie, wo, etc. pp. Und da müssen wir halt mal gucken. Aber das werden wir schon hinkriegen. So. Wir gehen hier rein. Oh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Winkel Minmus stehen muss, damit wir einen guten, ein gutes Rendezvous hinkriegen. Eieiei. So, Moment. Minmus ist da. Jetzt mal gucken, wo ist der Schneidepunkt? Da. Und er ist also kurz hier. Also ich würde eventuell erstmal sagen, bis hier, oder? Bis Minmus hier ist. Und jetzt würde ich das einfach mal versuchen. 13 Tage, sagt er, ist der Tanker unterwegs. Und sonst müssen wir jetzt gleich 2-3 Mal drehen. Das kriegen wir aber auch hin. Na, jetzt ist es gar nicht mehr so wild. Oh Gott, ich muss meinen Tee nachfüllen. Es tut mir leid. Oh, ich mag es ja so gar nicht, krank zu sein, ne? Normalerweise habe ich da echt so mein Allheilmittel. Aber das hat diesmal nicht so ganz funktioniert. Mangels, Getränke. So, Minmus ist da. Lass mal gucken. Add-Manöver. Normalerweise mache ich das, dass ich... Ups. Ach, scheiße. Manöver nochmal weg, weil ich hab's hier leider mit dem Mausrad bewegt. Gas geben. Normalerweise mache ich das, dass ich mir abends dann halt wirklich 2-3 Liter Tee reinballer und die dann aber halt mit einer guten Mische... Moment. Closest Approach. Ach nee, sag nicht. Okay. Ja, ja, ach, da haben wir was gehabt. Oh, das ist ganz schön weit weg. Aber das können wir... Na, aber das könnten wir... Ich würde gerne... Ich würde den gerne schon ein bisschen früher haben. Na, wo bist du? Los, komm. Nein, nicht verschieben. Ah, Mann. Aha, warte mal. Okay, nee, das gibt nichts anderes her. Huch. Boah, das ist ja super weit weg. Na egal, komm, den machen wir jetzt.
Richte dich bitte mal aufs Manöver aus. Wir müssen so viel brennen. Weiß nicht, wie lange, vielleicht 6 Minuten, 3 Minuten. Na, sagen wir mal 2 Minuten vorher. Ich mach gleich einfach mal 2 Minuten vorher. Ist hier noch alles gut? Nee, auf jeden Fall knall ich mir 2-3 Liter Tee irgendwie rein. Richtig schön heiß und warm. Und, pack dann da allerdings dann noch schön Whisky zu. Ne, richtig schön, damit das einmal richtig schön heiß Whisky, die er den in den Kopf reinballert. Das ist generell eigentlich gar nicht doof. Generell ist das gar nicht doof. Oh Gott, wir wollen jetzt nicht in die Atmosphäre brennen, bitte. Na okay, wir gewinnen hier aber dran. Ja, jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich Gas geben. So, mach mal. So. Er sagt 4 Minuten ungefähr. Ja, dann ist es ja okay so. Dann ist das ja okay so. War der voll? Der war voll, ne? Der war nicht voll. Kacke. Oh, ich nehme mal von dem hier das nochmal weg und führe das mal da rein. Warte mal, die sind hier nicht leer, oder? Au. Könnte eventuell doch ein wenig eng werden mit dem Sprit. Ha. Grrr. Naja, gut, okay. Nee, und knall mir dann halt ordentlich mit heißem Tee irgendwie den Whisky noch mit rein. Aber jetzt hatte ich leider nicht irgendwie so viel Whisky gehabt und habe dann halt so eine Mische aus so einem Schluck Whisky, so einen Schluck Captain Morgan. Und dann hatte ich aus Polen noch so einen richtig genialen Haselnuss-Wodka. Also, ne, von der Arbeit war ich quasi da und habe mir dann halt nur so ein paar Flaschen da mitgenommen. Fand ich ganz gut. Der schmeckt wie Nutella, nur nicht ganz so süß. Es ist schon witzig, das Ding. So, warte, ich helfe den Kollegen hier mal. Haben wir das an? Ja. Schub! Weiß gar nicht, ob das hier ein bisschen überhaupt anständig was bringt, aber ich versuch's mal. Ja, doch, doch, doch. So ein paar Sekunden passiert hier was. So, ich lass los. Und ich gebe drauf. Ja, das ist doch in Ordnung. So, weiter, weiter, weiter. Wir wollen bitte weiter. Wie sieht denn das Ding aus? Ach, vielleicht hat er sich doch verschätzt. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir einfach mal gucken. Ja. Nee, und ist eigentlich generell schon ganz witzig und ganz lustig. So habe ich dann quasi, also eigentlich baller ich mir halt dann mit dem Tee halt dann ordentlich einen rein in den Abend und am nächsten Tag hast du zwar einen Kopf, aber du bist schnupfenfrei. Wie gesagt, nun war das mit dieser Mischung wohl nicht irgendwie, wohl nicht so das Tollste. Außerdem habe ich irgendwie recht wenig Lust auf betrunken sein. Ich weiß, da bin ich nicht so der Typ für. Also, ich glaube, das letzte Mal betrunken war ich mal vor 2 Jahren oder irgendwie sowas. Also, ich trinke tatsächlich gerne mal ein Bierchen oder mal ein Whisky, aber auch wirklich zum Genuss, zum Geschmack. Na, da bin ich nicht so der Typ, dass ich sage so, Mensch, ich muss hier richtig ordentlich einen wegzimmern. Hm. Nö, und dann gibt's eigentlich den ganzen Tag dann, ne, schön fett Yum-Yum-Suppe und 2-3 richtig heiße Bäder. Na, jetzt hatte ich heute Gott sei Dank die Zeit, weil ich ja heute ja spät arbeiten muss, dass ich sag so, alles klar, jetzt, ne, badest du heute nochmal richtig fett und machst dann danach mal so die Folge fertig und ja, chill mal eine Runde. Ja. Und jetzt hängen wir hier mit halbem Sprit und kommen nicht voran. Mann! Es gefällt mir nicht. Mir gefällt das nicht. Also okay, der ist ja noch dabei. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen besser geschätzt. Wäre ganz doof, wenn das jetzt nicht klappt. Eieieiei. So, aber Strom kriegen wir noch genug? Jo. Guck mal, wie viel Monoprop wir haben. Im Zweifelsfall machen wir in um Minmus rum. Diese ganzen Manöver etc. pp. Alle nur noch mit Monoprop. Stört mich doch nicht. Habe ich auch kein Problem mit. Und warte mal, aber hier ist doch auch noch was drin. Da sind 360 drin. Hier auch, ne? Ja. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Das ist alles doof. 360. Weißt du was? Ich pump das einfach mal um. So. Wieder Schub.
Und dann gucke ich letztendlich, was hiervon übrig bleibt. Weil jetzt wissen wir genau, wie viel wir hier drin haben. Alles andere ist leer. Na gut, im Zweifelsfall hätten wir auch noch den. So, komm jetzt ran da. Wir wollen zu Minmus. Mann. Ach Gott, dieser Tee. Ja, ja, so ist das Leben. Ich freue mich schon auf morgen. Also, für euch wird ja morgen die Folge 100 rauskommen. Aber die müsste ich eventuell heute doch noch machen und... Oh, warte mal, hier geht gleich was ab. Jetzt kommt er ran. Auf den letzten 50 Metern die Sekunde kommt er ran. Also ich habe mir halt schon so ein paar Gedanken gemacht und ich habe halt auch... Nein, Mann, komm mir nicht in die Quere jetzt. Hatte mir jetzt schon ein bisschen was überlegt und hab dann so gedacht, Mensch, und wie machst du das am besten? Und so, stopp. Und so ein bisschen Schub machst du nochmal. Weiter. Bis wir so auf einem Meter sind. Stopp. Okay. Und jetzt kann ich quasi sagen, was mache ich damit? Damit mache ich ihm weiter. Dann versuche ich den mal ein bisschen weniger weit zu kriegen. Okay, jetzt habe ich gar keinen mehr. Das wäre doof. So, dann nehmen wir den so auf 1,5. Ja, das ist okay. Alles klar. Na, wunderbar. Ja. Halt dich doch schon mal retro. Obwohl, ist ja, eigentlich ist das egal. Pass auf, so. Gehen in den Zeitvorlauf. Eigentlich wäre die Folge jetzt schon vorbei, aber nein. Heute, sage ich euch. Heute. Haha. Ja, da machen wir das. Ich weiß gerade gar nicht, hatte ich das schon erzählt? Mit MacJab? Müsst ihr mal sagen, ob ich MacJab vielleicht für die nächste Season benutzen darf. Also ich hätte generell schon Lust, weil es halt einfach, wir haben so viele Flüge jetzt schon, so viele Starts jetzt schon gemacht. Es ist zwar immer wieder ein Abenteuer, aber... Meh. Reicht irgendwann, oder? Oh. Das hatte ich noch gar nicht. Ja, das sieht besser aus. Pass mal auf. Manöver. So, einmal kurz in den Zeitvorlauf. Wenn er drauf ist. Jetzt, so, alles klar. Komm, gib Schub. So, stopp. So, und weiter Schub. Und jetzt können wir quasi gucken, wie nah wir rankommen. So. Jo, 500 ist super. Das ist super. Jetzt gucken wir einfach mal. Orbit. Geht weiter. Weiter. Oh, ich bin sogar... Oh Gott. Ich bin ein bisschen gespannt. Oh, alles voll hier. Alles voll. Was für eine Scheiße haben wir hier denn eigentlich gebaut? Mann! Das Ding ist total übel. Minmus ist zugeschissen, unser Müllklops. Minimalistischer Müllklops. So. Okay. Jetzt wollen wir uns Retrograd bitte ausrichten. Ach so, da muss ich mal eben husten. Eieiei. Boah. Hüpfen in den Zeitvorlauf. So, komm. So, wie lange haben wir noch, bis wir da sind? Wir können ja mal gucken, wie viel wir brauchen würden, damit wir überhaupt... Retrograd... Wow, Moment, ein bisschen viel. Na komm, ich möchte schon gerne... So, wie hatten der das? Okay, oh, 200 brauchen wir schon, ne?
werde ich eine Minute brauchen vielleicht, oder? Wie lange ist das noch weg? Ja, okay, pass auf. Da, na, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Fuck off! Das war jetzt natürlich zu schnell. Scheiße. Kacke Arsch. Na komm, das kriegen wir trotzdem noch hin, oder? Das wird eng. Das wird tatsächlich eventuell ein wenig eng werden. Eieieiei. So, komm, mach weiter jetzt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Komm jetzt ran da, bitte. Wir wollen... Nö, nö, komm schon. Komm schon. Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch. Mann. Was soll ich denn noch hier machen? Langsam geht uns der Sprit echt aus. Das gefällt mir gar nicht. So. Schubrakete. Bisschen mehr, bis wir so auf, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, auf was die sind. Pass mal auf, wir machen mal bis 50 und dann machen wir Ende. Weiter, weiter, weiter. 50 habe ich gesagt. Und... So, Rest mit Mars hier ist. Machen wir schick. Ja, super. 50 sieht generell, glaube ich, gar nicht scheiße aus. Gehen meine Zeit vor Lauf, aber bitte, eigentlich bitte nicht zu schnell. Wir müssen eigentlich genau in die andere Richtung, ne? Schon wieder das Ding. So, egal, pass auf. Wir gehen jetzt aber, wir werden jetzt... Wo ist denn der Polarorbit? Das ist der Polarorbit. Ja gut, okay, wir müssen tatsächlich doch uns einmal drehen hier. So. Komm ran. Das dauert noch ein paar Minuten. Wir müssen tatsächlich uns wieder einmal drehen. Sonst kriegen wir ein arges Problem hier. Ich glaube, es ist am spritsparendsten, wenn wir das wirklich direkt machen, quasi fast auf der Stelle. Oh, ich bin schon vorbei. Ich Idiot. So, weiter. Einmal drehen, bitte. Den Orbit. Nein, Surface. Scheiße. So, brems hart. Brems hart. Bitte, Baby, komm schon. Die Pool Engine ist... Moment. Haben wir ihn jetzt? Sind wir richtig? Sind wir jetzt richtig oder nicht? In welche Richtung? In welche Richtung sind wir jetzt unterwegs? Das ist jetzt... Ah, okay, das ist jetzt richtig. Ich wundere mich, warum er hier aber immer noch Retrograd anzeigt. So, Orbit. Ah, okay, dann war es wohl doch richtig. Ach, komm schon, scheiß drauf. So. Dann werde ich mal gucken, ob sich das jetzt schon lohnt, den hier gleich rauszukicken. Komm ja dahin. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Obwohl, da müssten wir einmal so hart. Ich glaube, das wäre vielleicht doch besser, wenn wir den tatsächlich dann erstmal begradigen würden. So, das mache ich einmal ganz schnell. Wow. Ha, super. Mal kurz. So, okay. Wo ist der? Wo ist denn jetzt... Nein, stopp. Manöver, wo ist das Manöver? Los, gut. Dann wird es nicht der sein, sondern der. Komm weiter, seh zu. Sag mal. Ey, der stellt sich auch an, ne? Der stellt sich an. So, weiter, 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 weiter. Wir wollen ja auch keinen Fluchtkurs haben. Wir werden gleich hart bremsen. Wo ist denn der jetzt?
So. Super. Wie viel haben wir noch drin? Ja, sieht auch gut aus. Ja, nice, nice, nice. Dann fliegen wir noch einmal zurück und passen uns daran an. Ja, wie gesagt, die Folge heute dauert halt ein bisschen länger. Weil wir nächste Folge dann halt übelst was vorhaben. Die wird auch ein bisschen länger dauern, also nicht wundern. So, aber das darf man für eine Finale, also ne, für ein Staffelfinale von 100 Folgen darf man das, glaube ich, tun, oder? So, bewegst du dich jetzt oder nicht? Keine Lust? So, was hat denn der hier? 190 zu 200 und? Haben wir hier 200 und? Dann ziehe ich, ja, ja. Ja, kann man doch schon fast anbieten, ne? Vielleicht bis wir tatsächlich hier an der Stelle sind. Ungefähr, ja, ich sag mal ja. So. So, gucken. Ja, das ist, so kann man das doch. Focus View, bitte. So kann man sich das doch angucken, oder? Gucken wir einmal daran. Stop. Ja. Sehr nice. Gehen wir einmal zurück. Und jetzt, wie viel haben wir jetzt hier drin? Ah, Moment. Müssen uns wahrscheinlich horizontal einmal so ausrichten. Nee, jetzt können wir uns ja tatsächlich mal an dem hier. Oder? So, Moment. Jetzt bin ich selber ein bisschen irritiert. So, alles klar. So, jetzt Control from here. Wow, 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 stopp, 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 halt, 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 stopp. Halt, stopp. Oh, das ist ja ganz komisch, den zu steuern. So, wie viel Sprit hast du? Ja, reicht. Wo ist das? Da, und? Na komm, die Kappe. Yay! Einmal kurz zurückwechseln. Und hier jetzt die Solarpaneele aus. Na komm. Raus. Und raus. Wieder zurück switchen. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Aber ich werde jetzt quasi den Kollegen einmal in den Orbit hier reinschieben, damit er, na, schön polar funktioniert. Wir sind ja ungefähr hier. Ja, hier sind wir. Den werde ich jetzt einmal polar... Oh, ich muss den nach unten ausrichten. Okay. Gut, dass ihr das noch gesehen habt. Das werde ich jetzt einmal kurz machen. Und dann, naja, sehen wir gleich, was in der nächsten Folge passiert. Im Finale, im Staffelfinale von 1. Ich schwöre euch, das wird eine Folge. Das wird super. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.